Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für 7 Tage, 7 Stops und diesmal in der Fan Edition. Eigentlich müsste das die Zuschauer-Edition heißen oder die Abonnenten-Edition, aber ich weiß ja nicht, wer Abonnent ist und wer nicht, deswegen ist es halt die Fan Edition, denn ich habe vor einiger Zeit mal ein Video hochgeladen, wie könnt ihr bequem von zu Hause Pokestops einreichen. Was heißt bequem? Es ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber ich habe euch dann gezeigt, wie das geht, wie man das machen kann und wer das nicht machen kann, er es machen lassen kann. Zum Beispiel auch von mir und viele Leute haben diese Hilfe in Anspruch genommen, haben mich darauf angeschrieben, haben gefragt, Ramses, kannst du für mich vielleicht auch einen Pokestop einreichen? Habe ich auch gemacht, im Hintergrund ist da viel passiert. Ich kam zwischenzeitlich gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Einreichungen und den Sachen, die mir geschickt wurden. Habe aber wirklich dann geschaut, dass ich nur noch eher sinnvolle Sachen einreiche und nicht jedes Teil probiere, um demjenigen einen Gefallen zu tun. Denn viel Mist wurde auch geschickt oder Leute, die die Regeln einfach nicht verstanden haben, obwohl ich das extra immer erklärt habe. Ein Pokestop-Bild, ein Umgebungsbild, wo man den Pokestop auch noch drauf mit sieht, aber mehr von der Umgebung, einen Standort dazu, das alles schicken für einen Stop. Und Leute kommen dann einfach, schicken mir ein Bild von einem grünen Baum und sagen, hier, mach mal eine Arena. So läuft das dann natürlich nicht. Es muss schon was Sinnvolles sein und trotzdem auch mit Umgebungsbild, Stoppbild und Standort, aber gut. War auf jeden Fall alles erklärt. Leider habe ich auch gesehen, nachdem es die ganze Zeit gut ging, dass unter diesem Video an einem Tag plötzlich 30 oder 40 Kommentare kamen im Sekundentakt mit irgendwelchen neu erstellten Accounts oder Profilen und jedes Mal stand drunter Fake, absolute Zeitverschwendung, das geht eh nicht, so ein Keck, Alter, hä, wie er die Leute verarscht und lauter so Zeugs die ganze Zeit und jeder hat gesagt, ja, klingt lustig, aber funktioniert eh nicht. Teilweise wurde einfach nur sinnlos und stumpf beleidigt und damit das eben doch funktioniert oder was funktioniert, möchte ich euch heute zeigen. Deswegen mal 7 Tage, 7 Stops in der Fan Edition, was ich so eingereicht habe, was durchging, was nicht durchging und dann auch Screenshots von den entstandenen Stops oder Arenen, die mir zugeschickt wurden. Leider schicken nicht alle die Sachen, die durchgegangen sind und im Spiel erscheinen, zu, aber manche, die es zugeschickt haben, kann ich hier auch zeigen. Aber zuallererst möchte ich euch noch was zeigen und zwar, wenn ihr auf YouTube geht, ne? Und meinen Kanal sucht, habt ihr ja diesen komischen Community-Tab und wenn ihr beim Community-Tab schaut, werde ich in nächster Zeit immer meinen täglichen Raid im Community-Tab posten. Normalerweise habe ich das ja immer im Discord gemacht, aber der Discord-Bot scheint wohl momentan noch Probleme zu haben, solange wie der nicht richtig läuft, poste ich das immer in den Community-Tab. Ich mache dann auch jedes Mal ein Screenshot von dem Community-Raid, poste den in die Telegram-Raid-Gruppe und in die Telegram-Fan-Gruppe. Wer also Hilfe bei Raids braucht, wer mit mir zusammen raiden möchte, entweder verfolgt den Community-Tab oder kommt in die Fan-Gruppe oder die Raid-Gruppe bei Telegram. Dann seht ihr ja, wenn täglich der Screenshot gepostet wird. Und alles, was ihr tun müsst, ist euch einfach nur beim Community-Tab mit eurem Trainercode eintragen in die Kommentare. Das mache ich theoretisch jeden Tag einmal. Heute war es 9.45 Uhr, Community-Raid Lukia, Ivermild und Iverpikant laden ein. Nehme ich nämlich mit zwei anderen Accounts, lade ich ein, da muss ich beim Großen, kann ich ja eh eigentlich nicht adden, so habe ich die Möglichkeit bis zu 10 Leute einzuladen. Huch, erstmal gekotzt. Bei Interesse Trainercode in die Kommentare und ihr müsst auch lesen, was da steht. Wenn da steht Trainercode in die Kommentare, dann schreibt mir nicht in die Kommentare, wie der Kollege hier, jo, wer dabei, hast mich schon in der Liste, zack, und dann schreibt er seinen Namen. Das bringt mir nichts, wenn ich mit dem kleinen Account einlade, der da nicht drauf ist und ich den da nicht einladen kann. Dadurch, dass es jetzt nicht so viele waren, konnte ich ihn vom Großen natürlich noch einladen, aber wirklich egal, ob ihr mit mir befreundet seid oder nicht, schickt euren Trainercode rein. Den Julian habe ich dann auf jeden Fall eingeladen, Power Raider hat ein paar Accounts hier reingeschickt, der Big L hat was reingeschickt, ja, wie ich sehe. Vielen Dank für die Einladungen, auch wenn einige kurz vor dem Raid festgestellt haben, dass sie in der Schule sind und keine Fan-Raid-Pässe haben. Ist mir auch aufgefallen. Diejenigen, die dann ein Herzchen bekommen,
Da habe ich die Einladungen rausgeschickt, die Freundschaftseinladungen. Wer dann natürlich 5 Minuten nach Raidbeginn hier noch seinen Code reinschreibt, der kann natürlich da nicht mehr mitmachen, das ist klar. Das aber nur mal so in eigener Sache. Ich werde jetzt jeden Tag also den Community Raid erstmal in den Community Tab posten. Schreibt euren Trainercode einfach da rein, dann werdet ihr geaddet. Achtet aber auch drauf, dass ihr wirklich kurz vor dem Raid annehmt, damit ich euch überhaupt einladen kann. Manchmal schicke ich schon 10 Minuten vor dem Raid die Einladung raus, die Freundschaftsanfrage, und es passiert nichts. Und eine Stunde nach dem Raid geht's, war der Raid schon? Und dann ist es natürlich vorbei. Jetzt aber zu den 7 Tagen, 7 Stops der Fan Edition. Und das erste, was wir hier haben, ist ein Weltkriegsdenkmal in Ölsnitz-Vogtland. Habt ihr ja ein Bild davon, so muss es also aussehen. Das fand ich auch gut, da seht ihr den Pokestop an sich, beziehungsweise wäre es vielleicht sogar noch sinnvoller gewesen, bei dem Pokestop noch näher ranzugehen, dass man vielleicht sieht genau, was auf dieser Tafel draufsteht, die Schrift dabei, das ist vielleicht noch wichtiger. Zum Gedenken der Gefallenen hier hingeschrieben, ein Umgebungsbild gemacht, dass man halt den nochmal so von der Seite sieht, historische Bedeutung. Ja, ich habe mir da jetzt nicht so viel Mühe gegeben bei der, bei dem Text und bei der Begründung, warum das unbedingt jetzt rein muss. Aber an sich dachte ich, das ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Beispiel. Bei mir auf dem Friedhof in Hessberg habe ich auch ein paar so Denkmäler und irgendwelche Sachen eingereicht. Vom ersten Pfarrer der Gemeinde bis zu einem ehemaligen Ritter, der bekannt war und die Burg verteidigt hat. Warum denn nicht? Was denkt ihr, das Weltkriegsdenkmal, ist das durchgegangen? Ja oder nein? Pausiert kurz, schreibt unten rein, ja oder nein? Und dann gucken wir uns das gleich an. Ihr habt also das Stoppbild, ihr habt das Umgebungsbild. Das Ganze habe ich am 11.8. müsste das dann sein? Ja, am 11.8.2020 eingereicht. Und was ist passiert? Es wurde abgelehnt. So viel dazu, dass die Leute sagen, hey, das klappt doch eh nicht, fake, so ein Dreck, der lügt doch. Ist leider nicht akzeptiert worden. Die genauen Gründe kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe aber bei vielen Pokestops, ich gucke ja nicht überall in jede E-Mail rein, aber bei vielen Pokestops stand auch da, vielen Dank, wir können deinen Vorschlag leider nicht annehmen, da der besagte Stop im System schon hinterlegt ist. Wir nehmen das Foto aber gerne mit in die Sammlung auf, irgendwas in keine Ahnung. Das ist natürlich dann komisch, wenn mir Leute was schicken und es mir sagt, das ist schon im System. Kann aber sein, dass das bei Ingress ein Portal ist oder irgendwas und bei Pokestop eben nicht zu sehen ist. Die Leute, die mit Ingress nichts zu tun haben, wissen das nicht. Das habe ich auch schon erlebt. Habe einen Brunnen eingereicht im Park. Da ist weit und breit nichts gewesen und dieser coole Brunnen, ich reiche den ein und dann heißt es Duplikat. Ja gut, aber Duplikat ist Duplikat. Duplikat stand dort, obwohl es den Brunnen gar nicht gibt, aber der war in Ingress schon. Deswegen war es ein Duplikat in Pokémon Go, obwohl der in Pokémon Go nicht da ist. Vielleicht war es auch einfach zu schlecht. Vielleicht war das Bild nicht gut genug. Vielleicht hat es gestört, dass das im Prinzip ein Friedhof ist. Aber bei vielen anderen Friedhöfen kenne ich das auch, dass da einfach alles zugemüllt ist mit irgendwelchen Denkmälern oder Gräbern. Dann geht es weiter. Wir haben hier den Kirchbrunnen in Ölsnitz-Vogtland. Intakter Brunnen nahe der Kirche und des Friedhofs zum Wasser holen und erfrischen. Der ist genau am Friedhofseingang. Ich sage ja immer, wenn ihr bei euch in der Gegend unterwegs seid, guckt, so Spielplätze gehen immer, Fußballplätze, Sportplätze gehen immer, Kirchen sind ganz gut, Trauerkapellen sind ganz gut, Brunnen, Willkommensschilder oder so, also keine Ortsschilder, aber so Willkommenstafeln, meistens in kleinen Dörfern aus Holz, steht da ja immer was hier mit irgendwas dazu. Das ist auf jeden Fall ein Brunnen, der Kirchbrunnen bei der Kirche in der Nähe vom Friedhof. Dann habt ihr auch das Umgebungsbild, da seht ihr nochmal ein Stück mehr. Seht, das ist nicht an der Hauptstraße, das ist ein bisschen abgelegen. Wichtig für Besucher des Friedhofs, ne? Haben wir also eingereicht, habe ich gedacht, Brunnen ist eine gute Sache. Was denkt ihr, ist der durchgegangen, ja oder nein? Wenn schon das Denkmal, der Gedenkstein nicht durchgegangen ist, ist der Friedhofsbrunnen, also der Kirchbrunnen, durchgegangen? Wurde akzeptiert, wie man hier sieht, intakter Brunnen, fand ich, passt ja auch. Das Bild ist eigentlich angenehm. Jeder Friedhof hat ja im Prinzip eine Wasserquelle.
Ich sage jetzt nicht, rennt auf den Friedhof und fotografiert jedes Grab und fotografiert jede Wasserquelle, aber der ist ja vor dem Friedhof. Das ist also nicht ganz so schlimm. Hat also gepasst, wurde akzeptiert. Habt ihr recht gehabt bis jetzt? Habt ihr zwei richtige? Habt ihr einen richtig? Habt ihr gar nichts richtig? Guckt ihr einfach und sagt dann, ich hatte alles richtig. Das könnt ihr natürlich auch machen. Als nächstes, das ist ja, da wurde ich auch 100 Mal danach gefragt, eine Engelskulptur in Bruchsal. Zwei Engel zieren diese Skulptur. Wie sieht das für euch aus auf den ersten Blick? Ja, ist auf jeden Fall auffallend, auffällig, sieht man nicht alle Tage. Jetzt könnte man sagen, ist bestimmt privat, gibt es im Hagebaumarkt zu kaufen, hat man sich einfach in den Vorgarten gestellt. Bei dem Umgebungsbild sieht man aber, sehr schön anzusehen, ne? Hier sieht man, dass das öffentlich ist, das ist auf jeden Fall nicht privat, denn dort ist einfach ein riesengroßer Platz, Kreis, keine Ahnung, da könnte ich mir in der Mitte noch einen schönen Brunnen vorstellen. Außen sind vier Wege, die so weggehen und immer an den Wegen, bei den Hecken und Gebüschen sind so Skulpturen. Fand ich an sich, sah eigentlich richtig gut aus. Habe ich auch viel Hoffnung drauf gelegt. Engelskulptur, was sagt ihr? Da ist ja so ein, zwei vollbusige Engel, die sich in der Mitte treffen. Ist durchgegangen? Ja, nein, stimmt mal ab, ne? Kollege hat auch gesagt, weil das ewig, ewig in der Abstimmung war. Und es wurde nicht akzeptiert. Leider nicht, wäre aber trotzdem cool gewesen. Warum das nicht akzeptiert wurde, wenn ihr eine Ahnung habt beim ersten oder jetzt bei dem, schreibt es mal rein, woran das liegen könnte. Wir gehen weiter zum nächsten. Schwarzes Brett Schräufer, Frankenberg, Eder. Kultur und Geschichte an einem Ort vereint. Ich habe das ja auch in Hessberg gehabt. Da ist ja auch im Prinzip diese Infotafel mitten im Ort. Und da stehen alle Sachen, die immer so im Ort stattfinden, irgendwelche Festlichkeiten, Feiern, Gemeindeaushänge, alles, ist da jedes Mal drin, habe ich eingereicht, wurde abgelehnt. Habe ich eingereicht, wurde abgelehnt, habe ich eingereicht, wurde abgelehnt. Mit der Begründung natürlich, das ist ja nicht beständig, der Inhalt wechselt ja immer. Der Inhalt wechselt, okay, aber diese Infotafel an sich, dieser Kasten, der ist ja immer da. Und es geht ja eigentlich darum, dass da diese Infotafel steht, die ist fest, die geht nicht weg, auch wenn der Inhalt wechselt. Dieses schwarze Brett, Schräufer, ist ja im Prinzip auch sowas, ist nur größer, hat mehrere Kästen, könnte man auch sagen, ja, dieses schwarze Brett ist beständig, ist immer da, aber der Inhalt wechselt ja trotzdem, oder? Wenn da jetzt das Backhausfest ist, steht Backhausfest da, ist dann das Gemeindefest, steht Gemeindefest da, ist dann Halloween-Party oder Party Ü80, ist dann halt, steht auch alles da. Kultur und Geschichte an einem Ort vereint, auch nochmal Umgebungsfoto, ihr seht hier als Stop, hier eben mit Umgebung, der Stop ist noch mit drauf, aber man sieht einfach noch mehr, ist auch am Bürgersteig, an der Straße, Begründung, wenig Stops, glaube ich, das bei den meisten auch gemacht und bei uns das schwarze Brett in Hessberg ist ja auch an der Straße, auf einem Bürgersteig, wurde aber immer abgelehnt. Was denkt ihr jetzt, dieses große, brutale schwarze Brett Schräufer? Geht durch, geht nicht durch, stimmt mal ab, macht kurz Pause und dann gucken wir uns gleich das Ergebnis an. Akzeptiert. Ist akzeptiert, das hat mich selber gewundert. Ich habe gesagt, meiner Meinung nach kann man das nehmen, aber so wie ich das kenne von Hessberg, wird es sicherlich abgelehnt. Jetzt haben sie es akzeptiert. Jetzt frage ich mich wieder, warum wird Hessberg jedes Mal abgelehnt? Ich verstehe es nicht. Ist also im Spiel, wunderbar, dazu sehen wir auch dann später noch mehr, schwarzes Brett Schräufer und wir haben das nächste, ein Ständebaum in Frankenberg, Eder. Alle Berufe des Ortes steht seit 2015. Da habe ich erst gedacht, okay, kann man mal machen, da wusste ich gar nicht, da war ich selbst auch überfragt, ich habe gesagt, ich reiche es mal ein, ich habe jetzt gar keine Ahnung, ob das geht, ob das nicht geht, ob das wirklich sowas brachial Besonderes ist oder ob die wieder sagen, ja, das ist Mist. Beim Ständebaum, ich habe noch nie einen Ständebaum bewertet oder irgendwas, habe den trotzdem eingereicht. Ständebaum, 13.8. Alle Berufe, wenn ihr da genau hinschaut, seht ihr, dass auf jedem Zweig was anderes dargestellt wird, auch mit Umgebungsbild nochmal, mit ein Stück mehr von der Umgebung, mit einer Bank davor, dem Gebüsch, einer Treppe. Ihr seht, das ist so
In der Mitte sieht es aus, als wäre da auch noch so ein Brunnen, eine Treppe, so ein Kreisel. Auch einzigartig. Habt ihr einen Ständebaum bei euch im Ort? Meint ihr, der ist durchgegangen? Meint ihr, der wurde abgelehnt? Schreibt es kurz rein. Mal gucken, wie ihr liegt, ob ihr das richtig habt oder nicht. Und er wurde akzeptiert. Das hat mich auch gewundert. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wenn ich einen Ständebaum irgendwo sehe, akzeptiere ich. Ist auf jeden Fall cool. Wir haben nämlich keinen. Deswegen ist es ja eigentlich einzigartig. Größere Städte haben bestimmt sowas gar nicht, wenn dann nur kleine Käfer. Aber, ja, nimmt mal rein, wunderbar. Und wir gehen zum nächsten, die Infotafel Schräufer. Alles zur Geschichte des Ortes. Das müsste eigentlich ein klarer Fall sein. Denn anders als eine normale, also anders als ein schwarzes Brett, wo der Inhalt ja immer mal wechselt über verschiedene Veranstaltungen, ist so eine Infotafel, die die Geschichte des Ortes beinhaltet und auch so eine Karte dabei, die ist ja eigentlich immer da, ja. Da wechselt ja auch nichts, die Geschichte ändert sich ja nicht, die Umrisse ändern sich nicht. Eine Infotafel, hier mit Stoppbild und hier mit Umgebungsbild. Ihr seht, das ist auch nicht ein Ausschnitt von dem schwarzen Brett, das ist wirklich eine extra Tafel, die extra steht. Viele wichtige Infos über den Ort, wunderbar geschrieben auf jeden Fall. War für mich eine klare Sache, dass das angenommen werden muss. Das sind Infos, ist ein Schild, ist eine Infotafel. Was denkt ihr, ist es angenommen worden? Schräufer, haben wir ja vorhin eben das schwarze Brett gehabt, jetzt hier. Und es wurde auch akzeptiert. Ihr seht es, Infotafel Schräufer, Frankenberg, Eder, 13.8. akzeptiert. Ist auch ein Stop geworden. Sieht natürlich sehr gut aus. Dann kommen wir zum nächsten. Ich glaube, das ist auch der letzte dann. Auch Frankenberg, Eder, alte Kirchenglocken, auch am 13.8. Also manchmal ist es so, einer schickt mir einen Stop. Und der wird nicht akzeptiert, wird abgelehnt. Und manchmal schickt mir einer 7 Stops und die gehen alle durch. Der hat natürlich dann richtig Glück. Alte Kirchenglocken, Frankenberg, Eder. Zwei alte Kirchenglocken, welche von 1919 bis 1986 in Betrieb waren. Die stehen jetzt da rum. Daneben ist ein Schildchen. Da steht noch was drauf. Ihr habt hier das Umgebungsbild noch ein Stück weiter weg. Mit Infoschild, wo ich sagen muss, dieses Umgebungsbild sieht eigentlich wirklich schrecklich aus. Das liegt aber vielleicht auch an dem Wetter, das sieht so lustlos aus, das ist nicht farbenfroh, gar nichts, das ist einfach nur bäh. Das sieht schon kräftiger aus als Bild. Vielleicht hätte man das noch ein kleines Stück weiter weg machen können, damit die große Glocke links nicht so abgeschnitten ist. Sieht immer störend aus, wenn die Hälfte fehlt. Alte Kirchenglocken, die da rumstehen. Ist so eine Kirchenglocke jetzt was Tolles, was Besonderes? Muss man das mit reinnehmen, muss man nicht? Was denkt ihr, sind die Kirchenglocken durchgegangen? 3, 2, 1. Ich habe gerechnet, dass sie abgelehnt werden. Aber sie wurden akzeptiert. So habe ich auch wieder was dazugelernt. Die alten Kirchenglocken wurden akzeptiert, sind reingekommen. Und jetzt kann ich euch hier das nämlich nochmal zeigen. Da waren manche Sachen nämlich vom Noah. Hat auch geschrieben hier Stop und Arena. Der hat nämlich noch einen Brunnen hier gehabt, der einen Stop geworden ist. Und die Kirchenglocken sind jetzt eine Arena. Ihr seht, das hat geklappt. Die habe ich eingereicht und die sind jetzt eine Arena. Er hat vorher da keine Arena gehabt, jetzt ist eine Arena da. So viel zum Thema, das funktioniert eh nicht und das ist sinnlos und das ist Mist und das ist Fake und so ein Spinner. Es funktioniert auf jeden Fall. Die Stops, ihr seht, Schräufer waren auch von Noah hier mit diesem schwarzen Brett, mit dieser Infotafel. Sind auch beides, weil es akzeptiert wurde im Spiel, sind jetzt auch Stops geworden. Sieht also auch gut aus. Schwarzes Brett, Schräufer, Infotafel, Schräufer hat er mir geschickt. Von den anderen Sachen habe ich leider nichts bekommen, was da durchgegangen ist. Aber ich denke mal, wenn ihr das auch cool findet, so als Ersatzformat für die normalen 7 Tage, 7 Stops Folgen, können wir das natürlich jetzt auch öfters machen. Da habe ich nämlich noch viel Material, wo ihr trotzdem ja mitraten könnt. Geht's durch, geht's nicht durch. Und wenn ihr auch Hilfe braucht oder so, wenn ihr irgendwas wirklich Cooles habt, aber schickt mir nicht einfach eine grüne Wiese und als Umgebungsbild eine andere grüne Wiese und sagt, hier, Raum der Stille, mach mal eine Arena. Stoppbild, Umgebungsbild, Koordinaten, Standort, wie auch immer, keine Ahnung. Schreibt mich privat mal an. Vielleicht finden wir ja was Cooles. Wenn ihr wirklich was Cooles habt, ist das bestimmt auch schön, das zu zeigen. Aber irgendwelche Mist oder irgendwelche Fake-Stops reiche ich nicht ein.
wenn ich bei manchen auch gesehen habe, Standort, das sieht alles wunderbar aus, das Bild und hin und her. Und beim Standort sieht man, das ist nie im Leben da, das ist komplett fake. Dann mache ich das natürlich auch nicht. Ich will schon, dass man, wenn man da hingeht, wirklich das sieht, was am Stop ist und nicht irgendwelchen Mist. Das war es jetzt aber erstmal von meiner Seite aus. Wie gesagt, Community Raid könnt ihr jeden Tag mitmachen. Pokestops können wir vielleicht für euch einreichen, können euch da helfen. Und da werden demnächst noch weitere Folgen kommen mit weiteren Stops, weiteren Einreichungen, was durchgegangen ist. Und wenn ich für euch was eingereicht habe und das gepasst hat, das im Spiel ist, schickt mir ruhig nochmal Bilder zu, damit ich das zuordnen kann, weil manche Sachen habe ich vergessen runterzuladen oder manche Sachen sind eben untergegangen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich ja von denen, die jetzt hier waren, sogar noch welche gehabt. Das wisst ihr aber vielleicht besser. Also, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.